Oder Ebene. Ja. Achso, Festung des Wahnsinns, Ebene 1. Doch, Ebene 1. Da ist Tyrael schon. Festung des Wahnsinns. Hat sich aber mächtig verändert. Als ich gegen Maltheil kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes, unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Stärke genügt nicht. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. Hier gibt es viele Geister. Vielleicht können sie helfen. Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltael. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltaels Macht wächst ins Unermessliche. Ah, nichts leichter als das. Nichts leichter als das, oder? Dann kriegen wir die Macht der Toten. Ja. Ganz ehrlich, dann wird irgendein Typen namens Imperius ganz schön sauer sein, dass wir das haben. Meine Schwester. Und ich kann mir vorstellen, der wird dann noch irgendwann mal unser Böser. Das war meine Schwester. Achso, die hat geredet mit dir? Ja. Ich konnte sie nicht ansprechen, deswegen. Nee, die hat einfach gesagt, erkennt ihr mich wieder? Und meinte dann so, ihr seid meine Schwester. Ist auch nicht, wen sie meint. Da ist irgendwie. Das kann nicht sein. Das muss eine Falle sein. Sprich du, mein Wenger. Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Ich habe dich vor vielen Jahren verloren. Ja, doch jetzt habe ich dich wiedergefunden. Jemand Böses lässt mich hier nicht weg. Kannst du ihn vertreiben? Ja, aber zuerst musst du mir helfen. Aha. Findet das Seelengefängnis. Sackgasse. Bei dir hat die jetzt gar nichts gesagt, oder wie? Erst nicht. Erst jetzt halt muss ich selber anklicken, den Typen. Shit, wir waren zu langsam. Spiel verloren. Game over. Du. Bitte nicht. Kein Maze-Rätsel. So was Schönes wie hier der in Akt 2 damals bei dir. Genau, das meine ich. Wow, der hat 200.000 Erfahrungen gebracht. Ey, nicht schlecht da. Ah, hier ist aber auch nichts los. Elementare, es sind keine Dämonen mehr. Wow! Da ist ein Schatzgoblin. Okay, wo? Warte, ich jag ihn runter. Ich hab mich gerade einen einzigartigen Speer bekommen oder sowas. Sag. Ich hab Marquis-Sachen bekommen, ja nicht. Warte mal kurz, ich will mal schauen, was der machen kann. Ja. Der Speer. Oh, ein seltener Brustschutz, der besser ist als meiner. Sehr schön. Ja, macht ein bisschen mehr Schaden, aber wie Zähigkeit. Nee, der andere bringt aber mehr Leben, oder? Bin ich Chance, bei einem Treffer eine Herde mörderischer Kühe herbeizurufen. Ich zeig's dir mal. Nee, ich behalte den. Hast du gehört? Ja, zeig mal. Wie war das mit Chat gewesen? Genau, in den Chat und dann mit Shift. Linksklick. Rinderbarrikade. Ach, so ein Schild oder ne? Hä? Achso, eine Waffe, okay. Chance beim kritischen Treffer eine Herde mörderischer Kühe. Ja, wäre halt interessant zu wissen, wie stark das Ding ist, ne? Diese Herde, was passiert oder so. Ja, ich probier's mal kurz aus. 1700 ist natürlich schon eine Hausnummer, ey. Ich weiß nicht, ob ich mit der Waffe direkt greifen muss oder ob das auch das mit meinen Fähigkeiten gilt. Ich wollte hier gerade die Leute ansprechen und dann kommt ihr einfach hierher. Echt mal. Oh, haben die da was? Ach nee, das sind deine Kühe. Echt? Ey, geil, guck mal, das sind die vom Q-Level. Oh. Ja.
Das ist ja lustig. Das ist ein richtig lustiges Item. Seid gegrüßt, Heldin. An diesem Ort benutzt Maltahil seine dunklen Tiegel, um die Seelen von dämonischen Gefangenen zu sammeln, die in der Festung getötet wurden. Sobald die Tiegel voll sind, erscheint ein Seelenfresser und kanalisiert die Seelen zu Maltahil. Es ist unerlässlich, dass sowohl die Tiegel als auch der Seelenfresser vernichtet werden. Okay. Ich glaube, das waren die aus Akt 1. Okay, ich meine, es war zwar ganz witzig jetzt mit den Kühen, aber ich nehme halt trotzdem das Schild einfach wegen der Vitalität und dem Widerstand. Okay. Kühe sind natürlich auch für Crowd Control eigentlich ziemlich nice, ne? Was mit den Kühen? Die sind für Crowd Control auch ziemlich nice eigentlich. Ja, aber ich weiß, das ist halt nur eine Wahrscheinlichkeit, wenn. Also ich weiß nicht mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Wollen die ihn von mir? Wir haben was gedroppt? Nö. Ich hab da oben was zerstört. Ich glaub, jetzt müssen wir hier durch. Zack. Naja, wir teleportieren uns ja nur rüber, das ist nicht so wild, sag ich mal. Ach, das sind direkt Schergen von Maltahil, weil das Seelen mein Hass ist wieder. Nicht ausreichend. Die nerven trotzdem. Vor allem die hier, die wollen immer zu mir kommen, diese Chaosgespenster. So. Und zack. Zack. Seelenfresser, ich warte. Da ist jemand. Ach nee, doch jetzt materialisiert er sich erst. Oh mein Gott, das ist ein Seelenfresser mit einem Stein an den Herz. Ach nein, du Armer. Oh, jetzt hat er gar kein Herz. Oh, ich habe meinen einzigen Ring wiederbekommen. Schon wieder? Ja. Wie viele Unix kriegst denn du heute? Und ich habe hier gar nichts gekriegt bisher. Lass mich mal gleich identifizieren. Ich habe hier nur so eine scheiß zwei Armbrüste bekommen, die überhaupt kacke sind. So, und dann... Das ist der Stein von Jordan, habe ich bekommen. Oh! Da hätten dich andere bei Diablo 2 für getötet. Alter, physische Fähigkeiten 20% mehr Schaden. Schaden gegen Elite-Gegner 28%. Also ich würde mal sagen, da hast du einen schönen Gegenstand dir. Ja, das habe ich mit meinem einzigartigen Ring, den ich bisher habe. Aber leider habe ich dadurch Magic Find nicht mehr erhöht. Ja, und? Braucht doch kein Mensch. So, Jamellas Geist will wieder mit uns reden. Die gute stand hier vorne, glaube ich. Naja. Ganze labern, ich beschütze euch. Dank euch kann Maltahil keine Stärke mehr aus den Seelen der Dämonen ziehen, Champion. Jo, gerne doch. Immer wieder. Ich finde das Seelengefängnis auf der zweiten Ebene. Okay. War das hier nur so ein Ereignisgrad? Oder nee, war das ein richtiger Quest, ja? Das war okay. Quest gewesen. Weil ich dachte, wir hätten dieses Questziel, was da jetzt steht, schon mal gehabt. Irgendwie. Obwohl, könnte sein, aber. Ja. Oh Gott, ja klar! Wie viele noch. Ja klar, ey! Mau ab! So, ich hab ihn betäubt, jetzt ist er durch. Und nochmal jetzt betäuben. Halten aber meistens zum Glück nicht so viel aus, die Knechte dafür, ey. So geblendet. Wir haben Nephalem. Ach du. Wow! Tot. Items würde ich aber gerne noch mal einsammeln hier schnell. Ich habe nur ein gelbes bekommen. Ich auch. Und das ist für einen Barbaren. Meins ist scheiße. Meins ist unbrauchbar. Was hat denn da? Wo kam der Blitz her? Oh ja, ey, was wollen die denn? Vorsicht, da kommt glaube ich gerade noch mal so ein Blitz runtergehagelt. Doch nicht, okay. Nur Crap. Crap, 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 ey. Auch mal wieder ein Unix finden. Hat mal Zeit, wa? Ah, hier Schatzgoblin. Ah, schon wieder einer. Du kommst mir nicht so schnell davon. Ich krieg die Messer ab. Das ist nicht ausreichend.
Wieder nur so Marquis-Krams, aber sonst nichts Gutes eigentlich. Atem des Todes, okay, das nimmt man gerne mit, aber... Ich hab nochmal Marquis-Amethyst bekommen. Was ist denn das hier schon wieder? Eine Waffe für... Oh, unser Dingens ist auch wieder weg. Naja. Da können wir noch nicht rein, oder? Doch. Ich hätte nur eingefroren. Einfach mal durchgehen. Ha, ich mache alles kaputt hier. Die alle auf mich rauf. Wenn wir Malta eh schon nicht finden, dann zerstören wir wenigstens seine Wohnung. Oh, oh, da ist ein Unik. So, oh, die ganzen scheiß Seelenernter, ey. So, ja, ein Schild, bei dem dir stehen, der steht jetzt. Zu mir, ey. Okay, einer ist platt. Drei sind platt. Boah. Ich schubse mich einfach weg. Ja, die nerven total. Und die Gegenstände waren auch mal wieder Crap. Crap McCrap, Alter. Zwei Hände. Das ist hier aber echt ein Scheißgebiet, ey. Ja. Vor allem eben zwei. Wo, bitteschön? Ja. Da kommt schon wieder Unix. Ich lauf hier dauernd hoch und runter, das ist für mich keine eben zwei mehr. Abschirmt, schnell, Gewittersturm, Schänder. So, ich hab dich hier alle betäubt und... Okay, dann fliegen die Messer. Oh, Schänder, ihr Assis. Wollen sie mich schänden? Schon wieder nicht besser. Schon lange keinen neuen brauchbaren Gegenstand mehr gefunden. Nur die. Ja, mir geht's genauso. Also, die Kuh-Aschwert war ganz witzig, die werde ich auch behalten, nicht kaputt machen, aber. Wirklich wertvoll, brauchbar, also nicht. Ich habe echt nur die Schulterteile, die waren in allen Stats besser. Ansonsten habe ich mal sowas, wo 2-3% Bonus auf Schaden, aber dann kriegst du gleich irgendwie, weiß ich nicht, 10-20% bei den anderen Sachen weg. Mhm. Oh, Marquis Diamant. Das ist cool. Gerade für meine Klasse. Ja, man merkt schon, die Gegner halten jetzt doch schon ein bisschen mehr was aus, ne? Oh nein, ich wurde eingefroren. Ah. Lasst sie in Ruhe. Zack. Schon wieder, ich hänge fest. Ha, mein Wolf auch. Schnell rein. Ha. Rollkommando. Ja, ich merke schon, wenn ich da mich nicht wehren kann und kein Leben kriege für jeden Schlag, den ich einsetze, dann geht mein Leben doch schon ein bisschen runter, wenn die mich hauen. So. Wie ist denn das hier aufgebaut, bitteschön? Ich will mal den Architekten verklagen. Ja. Ja, so unpraktisch mit den ganzen Wegen und... So viel Raum für so wenig Wege, für nur Wege, anstatt mal ordentliche Räume zu schaffen. Die Viecher nerven, ey. Halten mega viel aus. Klauen uns die ganze Zeit hier. Heiltrank, scheiße. Da komm ich rüber. Ach Mist, da komm ich nicht rüber. Oh, was ist denn hier los? Keine Ahnung, wo der Zauber herkam, aber da sind schon wieder Unix. Na gut. Ich betäub mal. Ich weiß nicht, ob Unique oder Champions, ich sehe sie nicht so richtig. Da ist ein Unique nur dabei. Oh, Arkan verzaubert, aber... Ja. So, Schild aktiv. Ich muss weg. Boah. Was war? Arkana-Dingens, oder? Oh, Arkan. Der hat mich rangezogen, ey. Arkan, Gift, alles mögliche. Okay, die Messer fliegen, dürfte er nicht lange aushalten. Ja. Ah, yo! Unique Bogen, mein werter Freund. Oh, ja. Unique Bogen. Dann warte mal kurz ab und dann kannst du hier identifizieren, wenn du willst. Der wird aber nicht gut. Er hat gerade mal 300 Base-Schaden. Aber man weiß halt nicht, wie viel Elementarschaden er verursacht. Oh, 1708. Ja, wird ein bisschen mehr Schaden machen. Bisschen mehr Leben pro Treffer. Chance von 29% auf ein Gegacker, wenn ihr angreift. Warte mal, den will ich einmal kurz nehmen. Ah, ja. Guck mal, die Hühner. Hühner.
Nee, ich werde meinen anderen behalten, weil der einfach wesentlich schneller ist. Weiß nicht alles, was Schwachsinn existiert. Ich krieg Kühe und du kriegst Hühner. Ich würde einen Schadensbonus kriegen dadurch, aber nee, das ist mir, glaube ich, nicht wert. Kühe und Hühner in einer Runde, nicht schlecht. Hühnerauge heißt der Bogen. Warte mal, ich kann dir den ja auch nochmal hier einposten. Zack. Ist auf jeden Fall ein lustiges Ding. Ich frage mich, ob die Hühner auch noch so extra Schaden machen. Nee, ich mag die Angriffsgeschwindigkeit von dem Teil hier. Nee, das ist schon... Das passt so schon. Aber schon mal aufgefallen, dass wir nur Item Level 61 finden. Ja. Ich habe das Gefühl, weil wir vielleicht auf schwer spielen. Enttäusch mich nicht. Oder? Also wäre jetzt so meine Vermutung, weil schon ewig wir keine stärkeren Sachen finden. Das kann sein. Ich will jetzt nicht extra auf Qual wechseln dafür. Nee, nur. Um Gottes Willen. Einmal zumindest so durch und dann kann man langsam steigern auf Meister oder so. So. Aber wenn wir eben eine 2 finden, können wir auch mal ganz kurz einen Cut machen, ey. Pinke Pause. Ja. Zack, schnell durchschlawinert, ey. Ah, die Items sind schon lustig. Ich meine, gut, das Huhn... Ich habe keine Ahnung, ob das Huhn jetzt überhaupt auch was bringt. Was ist das denn hier? Achso, kann man noch kaputt machen. Ah ja, hier geht's auch weiter dann scheinbar. Sieht auf jeden Fall gut aus, weil da geht's runter. Ja. Und wir sollen ja eigentlich nach Ebene 2. Überzeugt nach Ebene 2 auf jeden Fall. Zack. So, was ist hier los? Account-Staub, sehr schön. Ja genau, hier mussten wir rein, ja. Okay, dann gehen wir kurz rein und dann kannst du jetzt eine kleine... Genau, lass du kurz in die Stadt lieber gehen. Ja. Was man hat, hat man. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie angegriffen werden oder so. Dann kann ich auch gleich meine Axt da reinpacken. So. Können wir auch gleich ein paar Gegenstände... Warte mal, ich mach die Gegenstände hier nochmal kaputt schnell. Ich denke, ich werde den Bogen trotzdem behalten. Werde den nicht kaputt machen. Hä? Alt heißt nicht schlecht. Keine Ahnung, was ich da jetzt bekommen habe. Bei mir geht gerade die Frapsal total in den Keller. Ich will mal kurz... Lass uns hier schon mal eine Pause machen. Okay, bis gleich, Leute. Oder bis morgen. Ciao. Nächstes Mal bei Reap of Souls. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet der Letzte eurer Art sein.